passieren. So gehen wir nirgends hin. Und das Geld? Ich kann dich jetzt nicht vollpumpen mit Drogen und dahin schleppen und dann tanzen. Das geht doch nicht. Mein Laden. Was für eine Wohnung? Berlin, das... Wie hast du dir das vorgestellt? Wolltest du mir eine Postkarte aus Berlin schicken, um mir Bescheid zu sagen? Mädchen, hast du Knall? Bitte was? Bitte fahr nicht. Gib mir einen Grund, warum ich hier bleiben soll. Weil ich es nicht ertrage. Das reicht nicht. Damit wird dann wohl alles gesagt. Halten Sie an. Warten Sie. Sag mal, was machst du da? Ich muss mich umziehen. Du musst überhaupt nichts, Nettie. Du musst ins Bett. Komm. Entweder wir tanzen oder ich kann den Laden vergessen. Nettie, bitte leg dich hin. So. Hast du mal einen Blick in den Spiegel riskiert? Charlie, ich bin Stylistin. Ein bisschen Make-up und... Ich sehe wieder aus wie neu. Nee, du siehst dann eher aus wie eine angemalte Qualle. Ich brauche das Geld für die Kaution. Ja. Glaubst du, ein Charlie Kolbe kann dich alleine strippen? Du willst ohne mich dahin? Ja, ich krieg das hin, glaub mir. Du kriegst den Laden, du kriegst das Geld und ich mach mich nackig. Du willst dich einfach so nach Berlin verpissen? Für jemanden ohne einen Schulabschluss ist es eine tolle Chance. Für dich vielleicht. Hey, ich hab das doch auch erst gar nicht gecheckt. Ich und ein Praktikum bei einer Schmuckdesignerin. Leas Arbeiten sind gut. Sehr gut sogar. Ja, das meinte auch Frau Blum. Und dass ich ein totales Talent habe. Deswegen brauchst du aber noch lange nicht abhauen. Hey Mann, das war doch nicht einfach oder so. Ich hab doch auch die ganze Zeit hin und her überlegt, was ich machen soll. Ja, kein Wort gesagt. Lea, wir haben früher über alles geredet, über alles. Sie hat mit mir gesprochen. Ich verstehe, dass sie diese Wahl getroffen hat. Dass sie nach Berlin geht. Du verstehst überhaupt nichts. Du checkst null. Emo Spacko. Sag mal, Valentin kann nichts dafür. Das ist meine Schuld. Bitte sei mir nicht böse. Bin ich doch gar nicht. Hey, ich werde dich doch auch total vermissen. Aber ich wollte noch nie so sehr was wie das. Verstehst du mich? Ich würde dich jedenfalls nicht alleine lassen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Warte, wir wollten doch noch zusammen essen. Lass mal. Ich habe eh keinen Hunger. Same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Du siehst wunderschön aus. Is there anything you did? Is there anyone I could call? Hier der Esstisch, die Stühle. Du bist unglaublich. Wow. Das Sofa. Ich liebe dich. Möchtest du Kerstin Töppers mit dem hier anwesenden Raul Garcia ohne Trauschein den Rest deines Lebens verbringen?
ich will. Mit dir geschlafen. Raul, bitte lass uns da los. Ich will jetzt endlich wissen, was da läuft. Was ist zwischen dir und Juliette? Du hast ihn sie verknallt? Du liebst sie? Ich weiß es nicht. Im Moment weiß ich überhaupt nichts. Ich weiß nur, dass ich dich nicht verlieren will. Raul! Viel Spaß noch mit deiner Juliette. Raul! Sie hat alles kaputt gemacht. Hallo, ab nach Berlin. Das wäre jetzt nicht grün, aber das bringt dir Glück. Den nehme ich nicht mit. Warum? Hat dir doch Glück gebracht. Deswegen ja. Ich will, dass du ihn nimmst. Echt? Damit du nie vergisst, wie lieb ich dich hab. Wie niemand sonst. Hey, ich soll hier heute Abend strippen. Du bist das? Ja, Charlie Kolbe in seiner ganzen Pracht. Also in dem Werbespot fürs Wäsche Online hast du aber größer ausgesehen. Du weißt doch, es kommt nicht allein auf die Größe an. Nicht, wenn du wirklich was drauf hast. Mhm. Moment! Was ist mit deiner Partnerin? Die ist krank. Aber eigentlich hatten wir die ganze Truppe gebucht. Ja, und dann hieß es, es kommen nur zwei. Ja, wenigstens ein Pärchen. Das war aber der Deal. Also ich glaube, den Weg, den hättest du dir sparen können. Geh nach Hause. Tut mir leid, Mann. Weißt du, wir hätten wirklich den Alleinunterhalter buchen sollen. Dafür ist es leider zu spät. Wenn ihr keinen Bock auf Tanzen habt, ich kann auch was anderes machen. Was denn? Gib mir 500 Euro und ich werde dich überraschen. Vorstellen ohne dich. Wer sagt denn eigentlich, dass du hier bleiben musst? Wie jetzt? Komm doch einfach mit. Hä? Ja klar, du kannst doch hin, wo du willst. Was ist mit Charlie und Nettie? Na, die kommen uns besuchen und wir sie. Wo ist das Problem? Tarek? Den nehmen wir auch mit. Und Teddy. Ich weiß aber nicht, ob er das will. Berlin ist eine mega geile Stadt und auch viel besser zum Untertauchen. Du findest einen Job und wir wohnen alle zusammen in einer mega geilen WG. Das wäre schon total cool. Ja, und ohne dich bin ich doch nur ein halber Zwilling. Oh. Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! Okay, ihr liefert Begriffe und ich gebe die Pointen dazu.
Was für Begriffe? Egal, ihr sucht euch ein Thema aus. Partnerschaft, Heirat. Sex? Sex ist auch gut, du Luder. Bist du dir sicher? Ich bin mir nicht sicher, aber Nitti braucht das Geld. Toll, toll, toll. Okay, Ladies, es geht los. Bett. Bett. Ein Mann fragt seinen Nachbarn, wie ist Ihre Frau eigentlich im Bett? Der sagt, keine Ahnung. Die einen sagen so, die anderen so. Okay, einen bringe ich noch. Wenn dann keiner lacht, dann gehe ich freiwillig, ja? Glas. Wer im Glashaus sitzt, sollte zum Poppen in den Keller gehen. Wie wär's mit Blondinen? Blondinen. Warum sind Blondinenwitze so kurz? Damit Männer sie auch verstehen. Gesicht. Die meisten Männer schauen der Frau auf den Po und denken sich, wow, was ein Arsch. Die Frauen denken genau das Gleiche. Aber sie schauen dem Mann dabei ins Gesicht. Bitte schön. Wiedersehen. Du bist zurück. Ich wollte sehen, wie es dir geht, ma chère. Möchtest du darüber reden, was dich so traurig macht? Raoul wollte gestern zum Flughafen. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Und? Er ist weg. Du liebst ihn. Ja. Und was ist mit uns? Jemandem wie dir bin ich noch nie begegnet. Aber Raoul und mich, uns verbindet noch so viel mehr. Das heißt, auch wenn er nicht zurückkommt, gibt es keine Zukunft für uns. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Egal, wo ich sein werde, ich werde immer für dich da sein. Du bist ein wundervoller Mensch. Es war gestern Nacht noch ziemlich viel zu spülen, aufzuräumen. Und denke, es war so eine Feier. Ja, der Junggesellenabschied. Ja, wir Deutschen habt echt seltsame Bräuche. Ja, ich glaube, das ist von den Amis. Und, hat Charlie gestrippt? Der war da. Aber ich weiß nicht genau. Ich war die ganze Zeit in der Küche. Von Nettis Salon macht er sich echt voll zum Obst. Ja, er liebt sie. Hey, pass auf. Mega News. Lea und Valentin gehen nach Berlin. Mhm. Und jetzt kommt das Geilste. Wir können mit. Wie, wir können mit? Was sollen wir denn da? Ja, feiern, tanzen, abrufen, das Leben genießen und... Aber ich habe hier einen Job. Ja, den kriegst du da auch. Ich kann doch nicht als Illegaler einfach zum Arbeitsamt gehen, ohne Aufenthaltsgenehmigung. Aber da gibt's auch Cafés und Bars und Kneipen. Und selbst wenn ich eine Arbeit finde, hier in Köln ist meine Verbindung zum Iran. Die Leute, über die ich meine Familie erreichen kann. Und die das Geld für meine kleine Schwester zu meinen Eltern bringen. Kann man das nicht irgendwie anders machen? Überweisen? Telegrafische Anweisungen kosten ein Vermögen. Gibt's echt keine andere Chance. Wir riskieren alle viel, damit Fariba ihre Medikamente bekommt. Das heißt, du willst nicht mit nach Berlin. Das heißt, ich kann nicht.
Wie war's gestern Abend? Ich habe mich ausgezogen. Die Frauen sind über mich hergefallen. Deshalb ist es ein bisschen später geworden. Und wie war's wirklich? Wirklich? War's so. Wie hast du das hingekriegt? Ich habe ein bisschen improvisiert. Ich habe ein paar Witze erzählt. Die Frauen haben sich weggeschmissen und fertig. Du bist der Hammer! Weißt du, was das heißt? Dass ich der Beste bin? Dass ich meinen Laden kriege. Ja, das auch. Jetzt müssen nur noch die neuen Haarfarben kommen. Die sind bei mir in der Werkstatt. Die bringe ich dir morgen. Du hast noch Zeit, bis du wieder arbeitest. Ich muss zumindest die Vermieterin anrufen und alles mit dem Laden klären. Nein, 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 das mache ich. Du? Ich ruhe mich aus. Genau das, braves Mädchen. Du ruhst dich aus. Gib mir das Geld. Charlie! Hm? Oh, Nummer von der Vermieterin könnte ich gebrauchen. Kerstin. Kannst du mir sagen, wo Raul ist? Er will dich nicht sehen. Ich habe ihm sehr wehgetan. Das stimmt. Aber ich liebe ihn. Bitte sag mir, wo er ist. Ich weiß nicht. Carlos, bitte. Ihn so zu verletzen, das war der größte Fehler meines Lebens. Ich habe das doch jetzt kapiert. Und ich muss ihm das unbedingt sagen. Ich liebe Raul über alles. Bei euren Eltern habe ich angerufen, aber die wissen nichts. Ist er in Sevilla? Vielleicht bei Freunden? Wenn du mir nichts sagst, dann fahre ich da jetzt hin. Ich werde so lange suchen, bis ich ihn gefunden habe. Das musst du nicht. Ich bin hier. Tapas? Leider nicht, Frau Mundstein. Nein, ich bin krank und sehe aus wie eine Qualle. Also, wenn es so wichtig ist. Frau Mundstein? Um 3 bei Ihnen. Zur Feier des Tages! Wuhuhu. Weil wir jetzt eine richtige Family sind. Hallo Ruth. Hallo Papa. What on earth is going on in my heart? Lass die Finger von ihr! Tarek! Die Ärztin hat dich gefragt, ob du mich magst. Und was hast du zu ihr gesagt? Ja, was schon? Dass du ein verlogener Penner bist, der mich voll verarscht hat. Also ja. Danke. Wofür? Dafür, dass du meine Freundin bist. Was kann ich für dich tun? Nix. Du vermisst Lea jetzt schon, ne? Die kann mich mal. Hey. Ich weiß, es ist ein schwacher Trost. Aber Nettie und ich, wir sind auch noch da. Und Tarek lässt du dich natürlich lieber trösten, ne? Das ist es ja. Was denn? Mann, Lea hatte die total geile Idee, dass wir zusammen nach Berlin gehen. Alle. Lea, du, Valentin und Tarek? Aber Tarek macht da nicht mit. Er wird schon seine Gründe haben. Das macht es aber nicht gerade einfacher. Und willst du alleine gehen? Das weiß ich eben nicht. Mann, warum muss das immer alles so scheiße kompliziert sein? Ja, weißt du, loslassen ist nie einfach. Ich werde Lea auch vermissen. Aber ihr seid keine Zwillinge. Ihr seid keine Siamesische.
sorry. You betrayed me. Ich hätte dich überall gesucht. Ich wäre bis ans Ende der Welt gefahren. Zu weit wäre ich niemals weggegangen von dir. It goes on and on again. Let's get those mountains alive now. Looks like my walking will come back to him. Seems like it's never gone past. Worry, you betrayed me. Sorry. Da bist du ja endlich. Glaubst du, Nettie gibt uns den mit? Ich wollte sie ja fragen, aber sie ist schon zu einer Kundin. Es wird Zeit, dass du auch anfängst. Ich brauch nicht packen. Was soll denn das? Naja, ich komme nicht mit. Nena. Doch. Tarek kann hier nicht weg. Zweihundert? Dreihundert? Vier, fünf, sechs. Vielen Dank für die Kaution. Ich hab's dann. Bitte? Meine Freundin wird sich sehr freuen, wenn ich ihr den hier überreiche. Ach, Scheiße! Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie lange meine Freundin sich schon so einen Salon wünscht. Ja, und die Lage ist so gut. Ja, absolut. Da wird Ihre Freundin viel Freude haben. Ja, das hat sie glatt um. Mir geht's nicht gut. Arbeiten? Scheidungsparty. Heute Abend um 8? Im Wilden Mann? Gibt es ein Problem mit meinem Umzug? Ja. Glaubst du, Valentin kommt zurecht? Ist was passiert? Was? Ich habe Frieda versprochen, auf die Scheidung anzustoßen. Ich habe hier noch was für dich. Die letzte Seite fehlt. Hab ich wahrscheinlich daheim liegen lassen. Ey, die kriege ich nicht wieder hin. Ja, dann. Lass uns auf die Freiheit anstoßen. Valentin, wir sind wirklich sehr stolz auf dich. So. Danke.